Das ist aber auch ein Hammer, Junge! Wir machen das vernünftig. Ein Stell ist ein Gebär. Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich werde euch heute ein Video zeigen, wie ich die Traggelenke an meinem Seat Exeo wechsle. Das Ganze werde ich in drei Schritten machen. Das sind nicht nur die Traggelenke, das sind die Staubschutzkappen von den Stoßdämpfern noch mit dabei und die Tripodengelenke von den Antriebswellen. Werde ich aber in drei Videos aufteilen. Wundert ihr euch nicht, wenn es da so ein bisschen einen kleinen Cut gibt. Ja, dann viel Spaß beim Video und haut da rein. Ja, erstmal jetzt die Schraube raus. Und dann nehmen wir euch dann gleich mal mit. Die Schraube haben wir schon gelöst hier, haben wir warm gemacht und alles. Boah, ist aber immer noch fest. Ein bisschen drehen hier. Jawohl, Junge. So muss das gehen. Sieht man das? Da ist sie. Da ist sie. Ja, die auf jeden Fall neu machen, ne? Sieht man schon, die ist verrostet. Als nächstes? Jetzt machen wir die Arme raus. Drehen mal ein bisschen. Ich habe hier so einen Aufsatz, der ist eigentlich für die Schraube zum Raustreiben. Die nehmen wir jetzt und machen den hier von unten. Das hat auf der anderen Seite ganz gut geklappt. So, da drücken. Da ist er. Das ist schon geil, ne? Können wir eigentlich den Stoßdämpfer rausnehmen? Der kann raus, oder? Oben sind noch drei Schrauben, 16er. Also einmal wieder einhängen hier oben. Da, jetzt so. Ja. Die Schraube los, da könntest du runterdrücken weiter. Der muss einfach ein bisschen höher. Gib doch mal. Ist aber auch Spannung jetzt, wegen den, weil der eingehangen ist schon an der Seite. Was ist das? 16, 17? 15 oder irgendwie so. 14, ja, glaube ich. Hier unten ist größer. Nee. So. Was ist das? 14 jetzt oder was? Oder 15. 16 haben wir. Guck, das ist ein Event. Warte mal, jetzt kann ich den aber auch höher schieben wieder. Ja, so. Jetzt haben wir den Stoßdämpfer. Muss die Antriebswelle erstmal raus, ne? Muss jetzt erstmal raus, ja. Jawohl, musst du lenken, lenken musst du. Ja, so. Schon raus. Hast du schon? Jo. So, jetzt haben wir noch die Antriebswelle raus hier. Weil, warum zeige ich euch gleich. Wir haben jetzt hier eine lange Verlängerung, wie man erkennen kann, ne? Hier so. Das sind viele Zahlen. 10 ist das. Die stecken wir jetzt hier lang durch. Mal klopfen. Oh, 1000 Newtonmeter. Gut, gut. Los. Hast du? Mhm. Gut. Das an, ne? Ja. Ab ist er. Ab ist er. Jetzt haben wir hier das Tripodengelenk und der hat hier, hier ist die Manschette gerissen. Deswegen tritt hier das Fett aus. Ich tausche gleich das Ganze. Normalerweise könnte man die Manschette tauschen. Ich tausche aber gleich das ganze Gelenk mit. Sicher ist sicher. Hat halt schon fast 300.000 Kilometer auf der Uhr. Jetzt wollen wir den erstmal abmachen? Ja, jetzt machen wir den erstmal ab. Den tauschen wir. Da brauchen wir auf jeden Fall einen 14er. Wir lösen jetzt erstmal den hier vorne. Die sind 18 hier. Und der ist auch 18. Oh, da habe ich mir einen abgewürgt. Ja, da müssen wir die Mutter erst drauf kriegen. Wir machen das vernünftig. Guck mal, jetzt kannst du hier schön mit dem Docht rein. Bin mal gespannt, ob das geht. Oh, ja, Ohrenschützer. Nix. Nix. Ja, dann lösen wir den mal vorne. Passt. Dann lösen wir erstmal. Meinst du, die löst noch? Bisschen festhalten. Ja. Ab, ne? Ist die raus so? Also. Ja, und jetzt gehen wir ihm vielleicht mal hier ein, ne? Wuppig. Ach, ne, oh. Von unten eingeben. Ja, aber nicht mit dem, aber. Junge. Das ist aber mein Hammer, Junge! Da ist er. Da ist er. Das. Oh, hier, guck mal, da ist das Ding mit rausgekommen. Geil. Das ist eigentlich gut. Was haben wir? 18, ne? Ja. Wenn nichts hilft, der große Meinung verfolgt, dreht sich nach vorne. So, jetzt den kleinen, dann kannst du das wieder reinhauen. Willst du den Holz drauflegen? Ja, ist ja so. Halt mal so die Zange fest hier unten. Ich hau mal oben drauf. Jo, jo. Alles sitzt, glaube ich. Wunderbar. Was? Nehmen wir mal den hier ab, 14. Ist er mit Mutter? Und löse ihn mal schnell. Weiter geht's. Wir schrauben erstmal den hier fest. Den machen wir jetzt erstmal hier ran. Dann kommen die Antriebswelle, ja.
Aber den auch noch nicht festschrauben, ne? Nein, den nicht festschrauben. Weil diese Koppelstange und auch die Gelenke oben, zeigen wir euch nochmal, muss man in Fahrposition festschrauben, weil sonst überdehnen sich die Gummis und dann sind sie gleich wieder rissig. So, jetzt gehen wir zur Antriebswelle. Jetzt kommt die Antriebswelle wieder ran. Ja, so ist perfekt. Ich schraube die jetzt mal mit der Hand fest rein. Dreh mal. Ja, wir drehen sie aber auf jeden Fall nochmal mit der Hand an. Ja, hier drehen wir überall noch an. Jetzt machen wir hier mal quasi Ärmel, steckt mit der ganzen langen Verlängerung durch. Ich setze ihn auf. Ja, draufhauen brauchen wir nicht mehr. Gut, setzen wir alles. Ja, dann. Gut. Gut. So, das war's schon. Das war schon mal Tripodengelenk. Und die Mutter erstmal, ne? Das Teil. Das Teil muss beweglich bleiben, weil sonst schraubt man das Gummi unter Last fest und macht sich durch die Traglast vom Auto, macht man sich das Gummi gleich wieder kaputt. Ich brauche erstmal die Schraube und Scheibe. Was denn? Ja. Hau gleich fest. Kriegen wir jetzt die Antriebswelle rein? Jetzt schon? Ja, die muss da eigentlich reingehen jetzt. Sitzt du? Also. Also? Ja. Eingerutscht. Zack, zack. So, jetzt können wir den hier unten jetzt verschrauben. Der Lenker wechseln. Warte mal, wo sieht man das hier? Das musst du ja gut filmen. So, Nummer 1. Und die wechseln wir in Reihenfolge. Also den raus, den neuen rein. Genau. Der kommt so rum. Wechseln rum reinbauen. Sehr wichtig. Schrauben, neue. Doppelte. Ja, ja, und das ist Nachhaltigkeit, oder? Ja. Die? Genau. Das ziehen wir jetzt einmal fest. Und lösen einmal. Kannst du bewegen? Ja. Jetzt schön stramm gehen, da hast du hinterher weniger zu tun. Immer noch? Ja, so ist es. So ist super, ne? So. So, jetzt kommt der nächste. Jetzt bauen wir das Domlager wieder an. Gehen wir da jetzt mal rüber, dann macht den kleinen Kreis. Aber sollen wir den erstmal oben ein? Erstmal oben wieder. So. So durch. Ja. Gut. Ja. So, wenn ich schraube, so fest und ich drücke das Ding hoch. Ja. So, warte mal. Bin dabei. 16, ne? 16. Hast du ihn in meinem Karton, wie man so einen Weg. Ist auch ein Beifahrer? Ein Stell, den ich so eingebär. Ist lecker, halt loslöschen. Schön Schmatze. Was denn da? Schmatze dran? Schmatze. Was ist denn das für eine Paste, Vater? Kein Plan. Keramikpaste. Wenn so ein Quietschpaste ist das. Ja. Die war von hier, ne? Ja. Oh, Junge, wenn die nicht stabil sind, ne? Ja, im Moment ja. Und einmal bewegt das, bauen sie leichter, eigentlich. Kann man den erstmal. Jo, gib ihm noch an. Gib ihm hier oben an. Ja. Warum? Kann das doch nicht richtig sitzen? Wenn er so straff sitzt, dass er es gewinnt. Ja, das ist immer ein bisschen straff, das ist so. Und den brauchst du nur mit dem Akku reindrehen. Reicht doch, nicht hauen. Die dreht sich doch von selber ran. Guck mal. Da vorne schon wieder, glaube ich. Nee, hat er nicht. Das ist aber, nee, das ist eine alte Schraube doch, oder? Nee, ich habe eine neue Schraube. Oh, na, komisch. Und wo ist das Gewinde? Jetzt geht man 16er Schlüssel, ne? Oh. 15 hatten wir gar nicht, das muss der 16er sein. So. Blind. Okay. Mhm. Rum. Ja, du hast so eingestellt. Dann dreh sie nochmal mit der Hand drauf, besser ist. Ja. Okay? Gut. Was müssen wir jetzt nochmal? Stoßdämpfer fest. Ne, hier erstmal Koppelstange. Stoßdämpfer auch, ja. Also wieder hoch und dann Platte runter. Hier oder so, Vorsicht, ich mach hoch. Ja. Vorsicht, wie gesagt. Stopp, stopp, reicht. Oder was? Ja, ja.
Profi am Werk jetzt hier. Richtiger Profi. Ja, sag ich doch. Ja, aber die war eigentlich neu da im Ding drin. Nee, nicht. Doch, die war in der Tüte drin. Ja, also nicht. Dann, dann hast du die Tüte auseinandergepackt oder ich? Ja, dann wäre sie hier. Benni, war sie in der Tüte? Was? Die waren da auch drin. Sie, siehst doch, dass sie neu ist. Die ist ja nicht richtig, siehst du. Ja, die ist vielleicht nicht richtig, aber sie war auf jeden Fall in der Tüte. Sag mal. Du musst du bei dir haben. Das sieht besser aus. Wieder hoch? Ja, machen wir ja, das ja, doch ja, hoch. Ja, machen. Gut. Ja, stopp. Er macht schon wieder YouTube-Video. Ja, hast du schon mal abonniert? Ja, klar. Locker nee. Aktiviert? Ich nicht. Ja klar, warum ich nicht? Jedes Mal Benachrichtigung, wenn weil ihr irgendwas das passt doch, oder? Naja, das soll man einem mal vom Profi erzählen. Der Profi. Ja, jetzt ist der Profi am Schrauben. Ja, runter. Runter oder hoch? Ja, doch. Das ist die Schraube heile. Kreisige Mafia. Ah, hier ist fest. Was ist los? Hey, hätte er gerade Pause gemacht und nicht gefilmt, wären wir das Thema mit fertig. Mit Film? Nee, ja, du bist übrigens live. Ja, ja, ja. Alles klar, ciao. Ciao. So, ja, das war's, ne? Was ohne war? Pause wären nee, wir genau hingekommen. Ja, die machen wir fest, wenn Rad drauf ist, ne? So, man hat ja mehr Kraft. Sind alle Schrauben fest? Alle Schrauben sind fest. Fest. Oben hier auch? Fest, ja. Haben alle fest. Die haben sie festgemacht. Nee, hier oben müssen wir aber noch festschrauben, hier diese Filter und so. Ja, diese Filter noch. Hier unten ist alles fertig, kein Rad drauf. Die drei Schrauben oben auch. Die habe ich fest schon. Aber okay. Hier, wir müssen das noch ein bisschen sauber machen. Ihr macht doch, mal mit Lappen rüber fertig. Nein. Ja, wenn das gegen Corona hilft, hilft das auch gegen Fett. Ja. Das geht doch. Mal das der Hand war dran gezogen. Bremse angezogen. Da unten muss er rein. So, hier. Und? Das war es, wa? Haben wir alles richtig gemacht? Wir haben alles richtig gemacht. Bist du dir sicher? Nee. Sind Sie hundertprozentig von sich überzeugt? 200. 200? 200. Bitte an die Seite. Also 3 Jahre dann. So, jetzt nochmal hier vorne eine kleine Probe fahren. Und dann gucken wir mal, ob alles richtig war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert die Glocke und schreibt doch mal was in die Kommentare, damit das ein bisschen im Algorithmus von YouTube hoch nach oben geht. Dann haut da rein.